Fahren Sie fort, bitte. Der Inspektor fragte mich dann, ob ich wohl einen der Ärzte nach nebenan zum Haus Nummer 59 schicken könnte, um den Toten in der Badewanne zu untersuchen. Ich entschloss mich, selbst mitzugehen. Warum das? Menschliche Neugierde, Mr. Coroner. Na, ich gestehe, ich bin nicht frei davon. Und die Geschichte schien mir spannend. Weiter, bitte. In der Wohnung von Mr. Thibbs fand ich den Toten auf dem Rücken liegend in der Badewanne vor. Ich untersuchte ihn und kam zum Schluss, dass die unmittelbare Todesursache ein Schlag ins Genick gewesen sein musste. Der Schlag hatte den vierten und fünften Halswirbel disloziert und das Rückgrat verletzt, so dass eine innere Blutung und teilweise eine Lähmung des Gehirns eingetreten war. Wie lange war der Verstorbene wohl bereits tot? Meiner Meinung nach etwa 12 Stunden, möglicherweise länger. Weitere Anzeichen von Gewalt waren nicht festzustellen? Nein. Sein Alter habe ich auf ungefähr 55 Jahre geschätzt. Ein starker, gut genährter Mann. Ja. Würden Sie sagen, er hätte sich den Schlag unter Umständen selbst beibringen können? Ausgeschlossen.